Die Zahl der Anbieter von digitalen Karten ist enorm groß. Es gibt Geoportale zum Wetter, zum Straßenverkehr und viele andere. Aber die meisten Probleme sind heute so komplex, dass ein Themenbereich selten ausreicht, um gute Lösungen zu finden. Im geoportal.de lassen sich ganz unterschiedliche Karten kombinieren. Zum Beispiel der aktuelle Hochwasserstand mit der Bevölkerungsdichte und den Verkehrswegen. Einfach und schnell. Nicht nur für Experten, sondern für jede Person und diverse Fragestellungen. geoportal.de. Kostenfreie und verlässliche Daten zu verschiedenen Themenbereichen von Behörden und Instituten. Bereitgestellt von der Geodateninfrastruktur Deutschland und dem Bundesamt für Kartografie und Geodäsie. Wie gelangt man zu den Karten? Im geoportal.de kann aus verschiedenen Bereichen ein Thema ausgewählt werden. Hier Verkehr und Technologie. Aus den verschiedenen Karten wird eine ausgewählt. Straßenverkehrsunfälle. Es wird in einen interessanten Bereich hineingezoomt, die Legende wird geöffnet und wieder geschlossen. Ebenso die Karte. Wie werden Karten aus unterschiedlichen Themenbereichen kombiniert? Im Hauptmenü gelangt man, genau wie auf der Startseite, zu den verschiedenen Themen. Eine Karte wird gewählt, die Einwohner pro Gemeinde, und kombiniert. Nun aus Wetter und Klima die Hochwassergefährdungsgebiete. Hier wird erkennbar, wo dicht besiedelte Regionen bei extremen Hochwasserereignissen gefährdet sind. Dabei sind die Daten unterschiedlich aktuell, von historischen Luftbildern bis hin zur Vorhersage. In der Karte Pegel und Wasserstände zum Beispiel werden die Messwerte alle 15 Minuten aktualisiert. Wie kann man Kartenwerkzeuge nutzen? Manche Karten sind so vorbereitet, dass man die Werkzeuge sofort benutzen kann, zum Beispiel die Sonnenscheindauer. Im Vergleich links der langjährige Mittelwert, rechts das Jahr 2018. Dieses Vergleichen und viele andere Werkzeuge findet man für alle Karten im Menü Werkzeuge. Zum Beispiel das Zeichnen von Linien, oder das Messen von Flächen. Die Karten können aus- und eingeblendet werden für eine bessere Sichtbarkeit. Werden Daten aus verschiedenen Jahren auch als Film dargestellt? Zum Beispiel aus dem Bereich Wetter und Klima wird die Karte ausgesucht Neuschnee Jahressummen. Hierfür wird der Hintergrund gewechselt, das Luftbild. Die Karten können chronologisch angezeigt werden oder es wird ein bestimmtes Jahr angesteuert und dargestellt.
zoomt man hinein, zum Beispiel in die Alpenregion, werden sogar die Zentimeterangaben des Neuschnees pro Jahr angezeigt. Über die Funktion des Zeitschiebereglers können die verschiedenen Jahre wie ein Film abgespielt werden. Über das Hauptmenü gelangt man wieder zur Startseite des geoportal.de.